Hallo. Ja, ihr rennt immer weg. Ich weiß. Eure ganze Kampfstrategie ist wegrennen. Mach ruhig, wir wollen dich gar nicht jagen. Okay. Mein Hund sieht das wohl anders. Mein Hund will euch wohl jagen. Ist dann wohl so. Du weißt nicht, was oder wenn der vorher gefressen hat. Wasserbauprof sind alle ein bisschen komisch. Hä, aber wer sagt denn, du musst mir am Ostermontag, der wird doch selber nie und nimmer reingucken. Warum? Also, angenommen, die Abgabe ist per E-Mail. Weil vor Ort wird es ja wohl nicht sein, das wird ja alles zu sein. What? Warum ist denn die Maulwurfsratte gerade, ist per Mail. Warum ist die Maulwurfsratte gerade explodiert? Müssen wir da drüber reden? Hier, also User, Satellitenstation. Hier haben wir schon mal komplett durchgelootet, war ich der Meinung. Aber jetzt gehen wir halt nochmal da rein. Ich vermute, ich werde auf ein paar Raider treffen. Muss irgendwie hier rein. Da war der Eingang. Ist hier wieder Fallen? Ich glaube, letztes Mal gab es hier Fallen. Rüstungswerksbank. Kann ich an dem... hier irgendwas Ultraleichtbau gepolstert. Gepolstert bringt mir was? Reduziert Schaden durch Explosion. Ah ja. Oder Taschen. Werden wir doch mal die Sachen freischalten müssen, dass wir hier coolere Sachen ranbauen können. Rein da in die Station. Wir holen jetzt das Amulett, was wir abholen sollen. Über welches Thema musst du denn schreiben, Ricky? Hast du nicht gesagt, du machst ab April deinen Master? Du bist ja krass am Hustlen, wenn du jetzt noch Abgaben hast und dann irgendwie nächsten Monat Master machst und dann schon eine Anstellung hast. Holy fuck. Gefühlt machst du ein ganzes Semester in 3 Monaten. Genau, wir waren letztes Mal Fallen. Diesmal nicht. Vier Minuten plus Werbeblock. Was? Sollte eigentlich nicht passieren. Ah, das war das mit der Minigun, wo ich hier war. Ich erinnere mich. Das war die Minigun-Scheiße hier mit den Raidern. A kind gesture. Danke, Sodo, dass du Ricky den Sub schenkst. Herzlichen Dank. Was? Habe das Short gesehen? Welches Short? Achso, ja, zu der Minigun. Ja, genau, das war nämlich hier. Das war nämlich hier und auch mit, genau, hier an der Ecke. War genau die Stelle. Cool, da warst du einer von denen, die meinen Short angeguckt haben. Danke. Was? Nein, leider nicht. Wieso? Offensichtlich hat doch Ricky jetzt gesagt, du bist der Beste. Also bist du wohl doch der Beste. Ich dachte jetzt, du sagst dann voll, ja, es ist ja logisch, dass ich der Beste bin. Ist ein bisschen awkward, dass wir hier alle schon platt gemacht haben. Und nichts mehr da ist. Und jetzt sollen wir hier irgendwie was rausholen. Du bist einfach in der Kiste jetzt drin, oder was? Geil. Hätte ich wahrscheinlich schon haben können. Wäre so meine Vermutung. Klebebandskalpell. Ich weiß nicht mal, wo hier der fette Loot ist am Ende. Ich bin noch nicht mal in den Maps. Fallout Fanboy, da sauge ich alles auf.
Ja. Hast du auch das andere mit der Mini-Atombombe gesehen, das Short? Gerade Akt 7 gemacht. Jetzt ist eine Pause, nice, und kochen noch schnell was. Geil. Vor London auch spielen. Achso, das. Warst du das, der mir das empfohlen hatte? Das Thema. Vor London war schon mal ein Thema hier in dem Stream. Ah, okay. Das wurde mir ja nahegelegt, oder es wurde gefragt, ob ich das spielen werde, weil ich gesagt habe, ich wusste nicht mal, dass da was kommt. I didn't know. So, wir haben das Amulett. Muss einfach nochmal durchlaufen. Geil. Der Sono hat wieder ein Geschenk verschenkt. Geschenk-Abo verschenkt. Damit ist er jetzt bei mehr als dem Doppelten von Platz 2 in Geschenken für Abos. Ja. Ich würde es empfehlen und ich werde es auch streamen. Mein letzter Monat frei bei mir. Dein letzter Monat frei bei dir. Was soll das denn heißen? Aber vor dort London ist er noch gar nicht draußen, oder? Erst im 5. Achso, ja, das hast du schon gesagt. Aber da hast du ja trotzdem. Also, mit einem Job kann man ja trotzdem streamen. Man kann nicht ganz so viel streamen wie in einem. Oh! Wie in der Studiumszeit, zumindest in manchen Teilen des Studiums. Aber man kann ja schon streamen. Ja, wie als Student, genau. Das, dem stimme ich zu. Da kann ich jetzt gar nichts mehr dagegen sagen. Ich gebe ja zu, als Student habe ich vielleicht Prioritäten. Hä? Oh! Lass mich da looten! Wie komme ich denn da ran? Da ist eine. Okay, das ist eine weirde Stelle, wie man da rankommt. Ich habe vielleicht meine Prioritäten als Student nicht ganz so gesetzt, wie viele andere Professoren und Eltern das gerne sehen würden, aber ja. Ja, ich habe den auch hardcore gesehen, vor allem konnte ich ja gar nicht interagieren, nachdem ich ihn gesehen habe, so richtig. So, Tenpins Bluff, wir sollen Supermutanten zurückschlagen. Hallo Leute! Bin da! Waren die Supermutanten schon hier? Hi. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Klar. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht. Waren nicht viele, aber sie haben eine Menge Schaden angerichtet, bevor wir sie vertreiben konnten. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, sie werden wiederkommen und dann mit Verstärkung. Wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns helfen könntest, uns zu verteidigen. Errichte Verteidigung. Ach so, das ist alles? Ja, easy. Das müsste ich hinkriegen. Schutz. Automatische Geschütztürme. Lasergeschützturm. Brauchen Stahl. Okay. Das könnte ein Problem werden, weil ich glaube, Stahl können wir hier nicht mehr allzu viel recyceln, oder? Ah, doch, ein bisschen. Keramik, Stahl, Matratze. Oh, Matratz. Das haben wir hier hingebaut. Ja, bei euch ist echt nicht, hier muss man immer das alles herbringen, was man halt so haben will, was man brauchen will. Ist echt ein bisschen ungünstig. Ihr habt ja gar nichts vor Ort. Ihr habt ja gar nichts vor Ort. Okay, das ist alles Holz. Das ist alles Holz. Verbrauchen wir halt den Grill, die Betonziegel. Ich kann jeden Ziegel einzeln, alles klar. Oh, da sitzt er. Oh, ich kann Dogmeat zuweisen? Lol. Euer Lagerfeuer ist aus. Ihr wollt es vielleicht wieder anmachen, oder? Wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme.
So. Jetzt haben wir für einen Geschützturm reicht's. Würde ich jetzt einfach mal so hier hinsetzen. Oder? 90%. Okay. Dann bauen wir noch einen Wachposten halt. Geht nicht. Ja, wieso darf ich keine Wachposten bauen? Ach, weil das auch Stahl braucht. Ach, du Kacke. Wir brauchen mehr Stahl bei dem Shit hier. Dammit. Kriege ich hier irgendwo Stahl her? Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Guck mal her, Dogman, hey. Hast du noch was mit Stahl dabei? Ah, da ist noch Stahl dabei. Eure Plastik, Wein, Wodka. Huh. Hier drüben! Oh oh, aua, ich will nicht brennen. Was? Sprich mit Tempins Bluff. Wir haben wohl nicht genug, schnell genug. Shit gebaut. Hier war da hinten gerade noch einer. Hat den nicht. Da. Molotov Cocktail. Was ist das? Präzisionsschützen beschleunigte 38er. What? Ich meine, brrrt oder was? Trage ich mal kurz zu denen nach hinten. Oh no. Dogmeat? Brauch deine Hilfe. Komm her. Komm her. Ja, die 38 macht nur halt super wenig Damage. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Jetzt habe ich so viele Impro-Pistolen dabei. Also ja, die ist ganz cool aufgebaut. Aber die macht halt nur 10 Damage pro Schuss. Also ich kann mal kurz hier gucken. Inventar, Waffen. Das ist die hier, ne? Ja, hat halt wahrscheinlich einen ganz guten DPS tatsächlich. Und wir haben einen Haufen Munition dafür. Bald wahrscheinlich nicht mehr immer die benutzen. Ich gebe dir mal die Karawanen, Leute. Bewegung und du bist tot, Ödländer. Oh, wait, ihr seid eine Karawanenwache. Ihr seid ja gar nicht die, die ich gesucht habe. Ich wollte hier den. Würde ich ja dir was geben. Hi. Ich glaub's nicht, wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Juhu! Ich will nur ein bisschen handeln. Hallo? Ignoriere mich nicht. Was soll das? Klar. So, du hast hier nämlich du hast eine Lasermuskete. Vergiss es. Dir gebe ich das nicht. Haben wir noch jemanden, dem wir irgendwas eingeben können? Dir können wir, glaube ich, nur handeln. Du bist nur ein Händler, der hier rumlungert. Dir können wir das noch geben. Hallo? Ist das du für eine Waffe? Ein bisschen handeln. Na klar doch. Fusionszelle, Karotte. Ist auch eine Lasermuskete, aber du benutzt die Sachen nicht aus irgendeinem Grund. Fusionszelle. Jetzt benutzt du die auch, sehr gut. Wo du die Schrotpatronen, die du noch hast, die brauchst du ja eh nicht mehr. Ja, das Visier da drauf ist nur ein bisschen kacke. Glaube ich, ne? Ich glaube, ich will die nicht haben. Lucas, meine Rüstungen haben schon viele Ödländer gerettet. Zeig mal ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten.
Mantis Armschutz. Achso, ja, das waren die. Plus 1 Fähigkeiten, Wahrnehmung. Da kann man einfach beim Treffer zu entwaffnen. Beweglichkeit und Wahrnehmung plus. Das ist schon sehr mächtig und richtig fett. Was habe ich denn beim Bein links? Linker Arm, rechter Arm. Und Jeans, links Hintriss und Beweglichkeit. Ja, da habe ich schon eine gute. Linkes Bein. Da halt Beweglichkeit und Wahrnehmung. Das ist das gleiche, was das macht. Nur für viel billiger. What? Hat halt weniger Rüstung. Also hat die Hälfte an Rüstung, das ist das Einzige, aber ich glaube, es lohnt sich nicht, 13.000 auszugeben, um minimal, also um ein bisschen Rüstung mehr zu haben. Schmalzlockenperücke. Charisma 1. Naja. Beinverkleidete Lederrüstung. Gepolstert. Moment, wo haben wir denn noch nicht viel? Die Sündrüstung ist eigentlich schon ziemlich geil. Ödländer rechtes Bein. Reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15%. Der sieht schon ziemlich geil aus, weil er 3 Rüstungsstats drauf hat. Kampfrüstung mit Taschenverstärkt, Unterhemd und Jeans. Mit rechter Arm, da haben wir ziemlich wenig. Hast du irgendwo was für rechten Arm? Das sieht man. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Man sieht das hier so schlecht. Muss das immer machen. Beim Harnisch logischerweise nicht. Lederrüstung, Metallrüstung. Rechter Arm. Linkes Bein, Helm, linkes Bein, rechter Arm, Leichtbau, Kampfrüstung. 9, 7, 3. Ich glaube, den würde ich mir mal gönnen. Leichtbau emailliert Kampf. Metallrüstung. Leichtbau, Metallrüstung lackiert, linker Arm. Mit Taschen, rechtes Bein, linkes Bein. Mit Taschen, emaillierte Metallrüstung. Haben mir einen Mod besorgt, wo man vorne das immer als erstes hat, wofür die Stelle ist. Ja, werde ich vielleicht auch noch machen müssen. Weil. Das ist ja das viel Wichtigere, als welche Mods da drauf sind. 38er. Ladung. Oh, du hast eine Ladung Stahl. Lol, wir kaufen einfach mal eine Ladung Stahl, dann können wir noch weiterbauen. Wir werden der. So, und außerdem verkaufen wir natürlich jetzt mal irgendeinen Scheiß. Jetzt werde ich mit die Mods. What? Wieso? Irgendwie bin ich jetzt. Hey! Hier. Standardkondensator, Laser, Standardvisier, alles zurück. Munition, Schrott, Abraxo-Putzmittel zum Beispiel, können wir mal raushauen. Biometrische Scanner, Blutkäferdrüsen, weil wir fast keine Säure brauchen. Blähfliegendrüse, das gleiche. Mit Gold soll man auch verkaufen. Kristall brauchen wir dummerweise an manchen Stellen jetzt. Militärisches Klebeband, nicht aufgeblasene Kickball, Nuka-Cola-Flasche. Ofenhandschuhe wollen wir mal loswerden, den ganzen Shit, Plastikgabel, Plastikmesser. Keine Ahnung, weg damit. Schachtelzigaretten, echt so oft dabei. Komm, wir geben hier, so. Schere, Schraubenschlüssel ist ein. Ah, der Schraubenschlüssel war unser Stahl, ne? Gib mal den Schraubenschlüssel wieder, ja. Ist Silbermedaillon. Moment. Ist es das, was wir abgeben sollen? Fuck, bei Medaillon müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben auch super viel Superkleber. Vakuumröhren, genauso. Wir haben einfach mal reduzieren müssen, alles. Vorkriegsgeld. Oh ja. Gib mir mal, ja, hast du alles wieder, aber eigentlich mal alles an Vorkriegsgeld losgeworden hier. Aber eigentlich wäre es wichtiger, die schweren Sachen loszuwerden. Wie die doppelläufige Schrotflinte zum Beispiel. Und eine Machete. Und eine Maschinenpistole. Weil die 12 wiegt, holy fuck. Gib mir mal mein Vorkriegsgeld wieder, das wiegt nämlich nichts.
Kann ich einfach dann zum Ausgleichen nehmen. Das hier geht man wahrscheinlich auch dann rüber. Ja, das ist nichts wert. Im Vergleich zu dem, was es Wash kostet. Lederkombi, Melone. Plünderer-Outfit. Sauberer blauer Anzug, Schweißerbrille, Sturmgasmaske. Abgenutzter Filzhut macht Glück plus 1. Aber wir haben schon unsere Mütze mit Glück plus 1, deswegen machen wir die jetzt doch weg. Geflickte blaue Jacke, Charisma, Ausdauer. Charisma 2. Geflickte blaue Jacke fliegt auch weg. Schreibe die Kapitänsmütze. Jeder komische Kuchen fliegt weg. Weil die Gummibonbons, das war mal mit so einem Kram. Keine Ahnung, ob ich die Karotte nochmal brauche. Die ist doch nicht so schwer. Maulwurfshappen, Maulwurfsfleisch, Medics. Tantenkeule. Nuka Cherry. Die ganzen Nukas weiß ich nicht so richtig. Die machen für mich irgendwie special kind of shit. Erhaltener Kuchen. Das Hirschfleisch war super schwer, ne? Schlammbohne. Hier. Ah ja, Stealth Boy. Hab ich immer noch keine Ahnung, was ich damit mache. Aber das ist auf jeden Fall Gewicht, das wir da loswerden. Todeskranz, die kann man echt ewig behalten. Wodka! Weg damit. Hier ist halt wieder das Thema, dass hier nichts davon Gewicht hat, so richtig. Tja, jetzt sagen sie mal durch. So richtig was von dir haben wollen wir aber nicht. Also, dann müssen wir unsere Waffe natürlich wieder. Moment. Haben wir? Ja, haben wir jetzt. So, dann haben wir hier geredet. Levels. Hä? Achso, die Abernethy fahren, das ist das Zurückbringen. Wir gehen weiter nach Osten. Als Ziel. Könnten nach Südosten gehen. Im Friedhof oder so vorbei. Oder wir gehen einfach. Nee, ich glaube, wir gehen einfach straight nach Osten. Let's go! Aber bevor wir das machen, geben wir mir nochmal ein bisschen Tee. Denkt dran, Leute, immer schön. Hydriert bleiben. Habt ihr das eigentlich auch so gemacht, als ihr Fallout gespielt habt, dass ihr euch im Prinzip nur mit Essen geheilt habt? Ich benutze Stimpaks eigentlich fast nur für meinen Hund. Ich futter dann immer nur. Hallo? Was machst denn du hier? Wo ist denn dein Herrchen? Okay. Schreck. Hallo? Irgendwas hier drin? Nö. Komme ich hier wieder raus? Ich hoffe. Huch. Ja. Du wirst mich nicht ersetzen. Bitte, du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünder und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Oh Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünder und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit hören. Dann kann ich vielleicht helfen. Gehörst du zum Institut? Hör zu. Dieser Typ weiß, dass ich ein Sünd bin. Du musst mir helfen, mit ihm fertig zu werden, okay? Sonst habe ich ein großes Problem. Leg das Ding einfach um. Dann sind wir erlöst. Was? Nein! Doch!
Weg mit den Synths. Es ist getan. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Synth-Komponenten? Plastik. Ha. Gott, ich zittere noch immer. Warum zur Hölle sollte das Institut mich ersetzen wollen? Um zu testen. Was, Moment. Nee, später geht es nicht mehr, weil du dann einfach viel mehr Lebenspunkte hast. Okay. Ich habe das jetzt noch die ganze Zeit gemacht. Oh, eine Voltaic Lunchbox. Souvenir-Magnetfrosch. Wisst ihr Bescheid? Und ein Lego ein bisschen. Aktuell geht es noch sehr gut. Aber die HP sind demnach einfach ein flat steigender Wert pro Level. Das wusste ich nämlich auch noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich deutlich mehr HP habe inzwischen. Und ein bisschen was aushalte. Aber ich habe es vielleicht auch ein bisschen auf die Rüstung geschoben. Liegen Waschmaschinen rum, mitten im Nirgendwo. Oh shit. Yo! Das Spiel ist so random! Why? Why? Bin ich mal gespannt. Ich bin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Nee, Ausrufezeichen-Clip geht nicht. Ausrufezeichen-Clip geht nicht. Alter, what the fuck? Oh Mann. Ja, du musst halt auf Clip drücken im Stream. Du kannst auch klippen. Aber es ist kein. Kannst keinen automatischen Clip mit dem Chatbefehl machen. Oh, jetzt habe ich auch die Händler gefunden. Ich werde bezahlt, um Larry zu beschützen. Nicht um die Leute. Möchtest du handeln? Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Oh, guck mal, zeig mal her. Wenn der lächelnde Larry es nicht hat, brauchst du es wohl nicht. Guter Ansatz. Guter Ansatz. Wenn der lächelnde Larry es nicht hat, brauchst du es wohl nicht. Alles klar. Lederkombi würde ich gern behalten. Den blauen Anzug auch. Schweißerbrille, Sturmgasmaske, Unterhemd und Jeans braucht man nicht. Ah, die Kampfrüstung muss ich mir noch geben. Okay, es wurde gespeichert, indem wir gehandelt haben. Das heißt, wir sollten eigentlich nichts mehr so wirklich haben, was wir verkaufen wollen, außer... Wir können hier natürlich noch jede Menge Sachen verkaufen. Die Sunlights. Was hast denn du hier an Waffen? Impro, Molotow, Plasmagranate, Impro. Kleidung, Hilfsmittel, diverses Schrott. Munition. Müssen wir uns einfach noch ein bisschen Kohle. Oh, ist auch okay. Halte die Hände einfach dort, wo ich sie sehen kann. Lol, what? Jetzt werden wir bestimmt das Ding nicht schaffen. Die Überredung hier. Irgendwer, bitte, Hilfe! Bitte, du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünder und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Oh Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünder und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit hören. Dann kann ich vielleicht helfen. Ich sag dir, ich bin kein Zünd. Du musst mir einfach glauben. Fehlgeschlagen. Leg das Ding einfach um. Dann sind wir erlöst. Was? Nein!
Es ist getan. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Gott, ich zittere noch immer. So, dann hat man das hier hinten. Souvenirmagnet, was auch immer das bringt. So, und wir sind weiter nach Osten gelaufen. Wir sind da oben durch, ne? Letzte Mal. Gehen wir jetzt vielleicht mal lieber unten rum. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Jetzt wäre ich paranoid, ey. Dass ich einfach auf eine Raider-Stelle treffe, die einfach mit einem Fatman auf mich schießen. Holy fuck. Aua. Okay, die war weit weg. Hör auf zu wickeln, Arschkeks. Okay, den treffe ich dann nicht. Wieso habe ich den legendären Typ eigentlich mit 2 Shots erlegt? Bei dem hier brauche ich 3. Au! Ein bisschen was fuhr da nebenbei. Wir müssen das richtige erwischen hier. Nee, Eichhörnchenbissen ist sogar kacke. Eichhörnchen im Stiel ist das Gute. Der gute Shit. Wie weit könnt ihr denn werfen? Nee, hier bleib, Dogmeat. Hör auf, die ganze Zeit den Kack zu werfen. Meine Fresse. Wow. Endlich ist der Raider auch down. Reload, please. Ich lese gleich. Bei Fallout war Werfen ein Skill, den man leveln musste. Bei Fallout 1 und 2. Ja, bei Shadowrun auch. Wurde 25 XP gegeben. Gibt einiges mehr XP, als ich vermutet hätte. Credit! Du bist wahrscheinlich der Typ mit dem Fatman, wa? Oder ist der noch übrig? Oh, ne, ist wohl nur noch das da, oder? Trifft er mich echt nochmal, dieser scheiß Geschützturm? Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Da ist der Fatman Plus. Fatman Plus? Wait. Lederrüstung, Lederkombi Plus, ist das da eine bessere Lederkombi? Raid Power haben wir zerschossen. Raider Power 2, gekocht. Das sind 50 Kaliber verschießende. Repetier? What? Gehen wir mal mit. Was habt ihr so? Molotov-Cocktail. Die Schrotflinte ist nicht wert. Unterhaltsband. Oh, tut mir ein bisschen leid. Den haben wir ein bisschen hingerichtet. Wie gab's noch? Metrischer Scanner. Hier hinten lag noch auch noch welche, wollte gerade sagen. Wir haben jedoch noch Leute erschossen. Vor allem ganz am Anfang hatten wir doch
Wait, Sturmgasmaske Plus? Ist die besser? Kampfgewehr, 45er, der verschossen, Metallrüstung. Wir hatten hier doch so einen legendären Dude erschossen. Hast du das? Aha, legendärer Raider. Des Giftmischers abgedunkelte Lederrüstung. Linker Arm. Will ich einfach mitnehmen. Einfach nur, weil sie besonders ist, legendär und so. Kaliber 50, noch ein paar Patronen. Ein gelber Pilotenhelm. Macht Wahrnehmung, Schadensresistenz. Oh. Gar nicht so kacke aus. Das haben wir hier zerschossen. Hier war noch jemand. Hey. Ach, Wuffi. Jagdgewehr, Lederrüstung mit Taschen, Sackkapuze, Raiderrüstung. Dass diese verbesserten Varianten, ne, diese Lederrüstung Plus, also dass ich das nicht mehr sehe, wenn ich in den Detail-Loot-Bildschirm gehe, finde ich irgendwie doof. Ne, wir können kochen. Können wir eine Suppe herstellen? Nee. Tränk? Nee. Braten? Da können wir was herstellen. Stelle 100 Gegenstände her. Achievement. Wir holen die Achievements langsam raus hier. Verlassen. Wobei ich das mit dem Werfen-Skill auch an manchen Stellen ein bisschen unrealistisch finde, weil es gibt auch. Das kann man hier als Basis benutzen. Es gibt auch bei Shadowrun zum Beispiel das Problem, dass wenn du Werfen wenig geskillt hast, kann es passieren, dass du versuchst, nach vorne zu werfen und komplett nach rechts wegwirfst oder sogar, ich glaube, teilweise fast hinter dich. Und das finde ich ein bisschen unrealistisch. Das ist zwar selten, aber das ist trotzdem aus meinem Geschmack ein bisschen übertrieben. Gibt es vor allem schon einen Generator und alles? Ich habe da mal eine Frage. Also das ist nur die Abspannung dafür für den Turm. Hier gibt es sogar was zu essen. Die haben sich echt gut eingerichtet, die Jungs hier. Die haben sich echt gut eingerichtet. Ein paar... ja! 5% extra Schaden. Wupp, wupp. Ein Comic. Wait. Aber ich dachte, das wäre hier irgendwie... Ist ja einfach nur eine Basis, oder? Kann ich das dann noch aktivieren, den Funkturm? Nee, ne? Ich dachte, ich könnte ja auch so ein... Howdy, Lumi. Na? Hast gut geschlafen? Hast Spaß gehabt bei Rimworld? Oder bist du jetzt traurig, weil dir irgendjemand weggestorben ist? Ich glaube, ich könnte hier tatsächlich... das. Also, kann ich das... Hab alle gerettet, alle! Ja doch, hier, Werkstatt. Jetzt müsste ich halt hier so ein Dingens bauen, okay. Cool. War sehr schwer. Ja, du spielst nicht im Commitment-Mode, ne? Du spielst im Reload-Mode. Our illustrious champion returns. Wupp, 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 danke, Lobi! Hab schon erzählt, dass wir heute noch was vorhaben, das ich nicht mehr allzu lange machen kann. Aber dass ich mich trotzdem sehr freue auf das, was wir vorhaben. Find gutes. Habt ihr gesehen, wie der Geschützturm links oben gerade den anderen Geschützturm angeguckt hat? Und dann erst angefangen hat zu schießen? Das ist ja awesome. Das ist aus wie. Hä? Rudi, was machst du da? Oh, da vorne! Godot. Die Godot Engine. G-O-D-O-T. Kann ich dir sagen, ja. Habe ich im Kopf sowas. Lumi versucht, oder will sich mich angucken, ob sie selber ihr Traumspiel programmiert. Müsst ihr wissen. Also vielleicht auch für Ricky und sowas.
Ja, ich muss ja noch kochen. Nee, backen, nicht kochen. Gibt's irgendwo eine Falle? Oh, hier gibt's noch Kochherd. Wo ist die Falle? Nicht da. Achso, das bist du. Du hast mich beleuchtet. Ich sehe noch. Ja, wir können ihn auch anschneiden. Schlafsack. Sprengstoffkiste entsperren. Das ist schon recht sehr doof, wenn wir sagen, wir haben einen Kuchen und wir können ihn nicht essen. Hast schon recht. Okay, ich glaube, wir haben das hier gelootet. Aber ich muss das auf jeden Fall noch machen. Ich habe dir ja versprochen, dass du einen Kuchen kriegst. Können wir halt erst 0 Uhr anschneiden, ne? Wenn du immer fair dir gegenüber sein wollen. Was geht denn da ab? Wieso habe ich gerade ein Déjà-vu? What? Die schießen auf irgendwas. Die halten da voll rein. Brrrrt. Worauf haben die geschossen? Was passiert da? Vielleicht sind da unten Weichpanzer-Meyer-Lurks, die mich gleich angreifen werden. Oder angreifen wollen, besser gesagt, wenn ich da rangehe. Ist eine Wasseraufbereitung hier irgendwie. Kommen Sie her. Schrotflinten-Action. Wup, wup. Ah, ich bin gesprungen, ihr Schweine. Ich bin gesprungen. Den Panzer will ich eigentlich nicht hitten. Das wäre gut. Kopf und krittet. Zonk! In euren Ort will Godot schreiben und schreibe Godota. Ich bin immer verdorben. Ja, ja, Lumi, ja, ja. So, das waren die Meyer-Lurks. Kombi-Schraubenschlüssel. Die da ein bisschen aggressiv sind. Lake Wan... Was? Quanapobit. Wait, wieso gibt's hier ein Terminal? Rechtshinweise. Angelturnieranzeige. Aha. Forellennet angeln. Okay. Rechtshinweise. So, übernehmen wir... Was auf den von überlebenden Familienangehörigen der Teilnehmer des Bootsunfalls der Quorbit. Angestrengt kreisen alle mit verbundenen Aufzeichnungen und Mitteilungen für das Weiteres einzubehalten. Aha. Hier gab's einen Angelunfall. Schweinerei. Alles klar, Lumi. Viel Spaß. Und viel Erfolg. Oh no, meine Haarklammer. Ein Angelturnierunfall. Skalpell ist wahrscheinlich ganz gut, weil es Stahl gibt. Klebeband habe ich eigentlich genug. Kupfer, Glas. Aluminiumkanister, Flasche, Büroventilator. Was gibt es denn für Aufzeichnungen? Überwachungsterminal. Wasserqualitätsstatus. Radioaktiver Schmutz extrem. Schmutz durch das Schwimmbad extrem. Fäkalien extrem. Sauerstoffsättigung durchschnittlich, weitere Verschmutzung extrem, allgemein Zustand gefährlich, siehe Alarme. Verschmutzung beschreibt die Sensortoleranz. Extreme Mengen mehrerer Schadstoffe festgestellt. Kontakt mit diesem Wasser könnte für Menschen gesundheitsgefährdend sein. Oh!
Amt für Bodenkultur mit dem Überwachungssystem, Wasserqualität. Aha. Wasserqualitätsberichte. 1.6.2077. Das dreifach erhöht illegale Verklappung bleiben weiterhin die wahrscheinlichste Ursache. Wir empfehlen, den See für die Öffentlichkeit zu sperren, eine öffentliche Untersuchung der Abfallentsorgungsbrücken der ansässigen Schwerindustrie einzuleiten. Aha. Anfrage der Bewertung der Wasserqualität. Die Schadstoffmengen sind weiter gestiegen. Haben die Absperrung des Sees eine offizielle Untersuchung empfohlen? Außerdem sollte das Angelturnier des Bürgermeisters abgesagt werden. Das Team berichtet über schwere Krankheiten nach dem Kontakt mit dem Wasser eingetroffen. Ein Boot ist gesunken. Die beiden überlebenden Mitglieder der Mannschaft haben schwere Strahlungsverbrennung erlitten. Fische wurden nicht gefangen. Oh Mann. Fische wurden nicht gefangen. Okay, dann will ich hier wohl lieber nicht reinhüpfen, wa? Die Wasseraufbereitungsanlage reißt da wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Sind wir mal ehrlich. Fische wurden nicht gefangen, finde ich gut. So, das ist jetzt hier der Pier quasi für die Öffentlichkeit. Oh, vor mir ist wieder ein Bunker. Oh, hallo? Vor mir ist nicht jemand. Entschuldigung? Bitte, hast du Redaway für mich? Ich glaube, ich sterbe. Ja, sicher. Klar. Hier, bitte. Oh, danke. Du hast mir das Leben gerettet. Hey. Ich bleib nur etwas hier, um zu Kräften zu kommen. Okay. Wir sind einfach mal nett gewesen. Ich dachte, die könnten wir vielleicht auch irgendwie dazu überzeugen, in eine Siedlung zu gehen, die wir kennen. Blutblatt. Gehen wir mal mit. Für den Fall, dass wir das irgendwie brauchen. Wilde Melonenblüte. Oh, wow. Melonenblüte. Blutblatt gibt's auch hier. Schlammbohnen. Das ist irgendwie ein Bunker, zu dem wir hier kommen. Werden wir gleich wieder weggebombt? Hier mal speichern. So. Hallo. Hallo? Aufklärungspunkt der Theta. Schlüssel erforderlich. Ja, haben wir nicht. Ich vermute mal, da gibt es ja noch eine Quest. Erledigt ihn. Endstation. Wir müssen ein bisschen mit dem Wett schießen, damit wir unsere Trigger haben und unsere Sachen aufladen. Aber ich glaube, das geht sogar mit der Waffe hier eigentlich besser, weil wir kriegen auch zwei Schüsse für alle, für volle AP durch. Alles klar. Dogmeat. Rennen Sie einfach nochmal komplett über den Haufen. Jetzt noch mit gelben Pilotenhelm. Finde ich eigentlich schon eine ganz geile Variante. Leichte Kleidung, Metallrüstung, Raiderrüstung. Ich kann euch halt nicht die Ausrüstung, also den Siedlern nicht alle die Klamotten geben. Wait, wo ist denn der? Nicht mutierter Farm. Wo ist denn der Typ, den wir zuerst hatten? Da. Hallo? Okay. Ich darf nur den mutierten Farm ernten. Und ihn hier drinnen, den gibt's nicht mehr. Ah, jetzt. Lederkombi, Metallrüstung, Schweißerbrille, kompensiert gehärteter Impro-Revolver. Nehmen wir mal mit. Im Zweifel können wir ihn immer noch irgendwo jemand anderem geben. Gehen wir aber eher nach Osten als nach Süden. Hier gucken Beine aus dem Boden. Ähm.
Ich habe ein Problem, glaube ich. Alter, what the, wo kommst du denn her? Alter, der Krit hat mir gerade den Arsch gerettet. Alter, Red Skorpione sind ja übel anstrengend. Oi, nukleares Material. Skorpionfleisch. Ich glaube, das Level da hat mir auch gerade den Arsch gerettet, kann das sein? Okay. Wir speichern mal. Alter Falter. Was haben die denn alles? Und warum ragen die so komisch aus dem Boden raus? Red Hirschleder Outfit. Das ist leider einfach nur unfassbar schwer. Sonst bringt das irgendwie gar nichts. Irgendwie sehen die falsch platziert aus. Bin ich ehrlich. Kochstation. Hier ist nochmal eine Kampfflinte. Ihr habt irgendwelche Improvisiergewehre dabei, aber neben euch liegt eine Kampfflinte? What? Das verstehe ich halt wieder nicht. Da verstehe ich irgendwas grundlegend nicht. Flanellen, Glühbirne. Ja, Impro-Revolver, genau das meinte ich mit. Hä? Hä? Why? Wir kochen nochmal eine Runde. Meierlurkfleisch. Yeah! Und wir haben ein Level Up. Skorpionsteak. Schadensresistenz. Das wiederum sollte ziemlich geil sein. Würde ich mal behaupten. So, Level Up. Wir haben zwei Level Ups? Lol. Ich habe einfach verpeilt, dass wir seit dem letzten Mal Level Up haben. Okay, cool. Glück. Wir könnten mehr Munition finden. Ansonsten können wir, glaube ich, hier unten bei Glück doch den Sensenmann, dass wir die Aktionspunkte wieder voll kriegen. Den will ich auf jeden Fall haben. Und mit Bonusschaden in blutiger Masse explodieren. Und ich krieg einfach straight up mehr Damage. Okay, Red Skorpione sind scheiße. Ich glaube, wir sollten schlafen. Die Sonne geht unter, oder? Ja, die Sonne geht unter. Bin ich nicht bei der Nacht durch die Gegend, wenn wir hier eh pennen können. Das wären 12 Stunden. Mal sehen, ob wir befallen werden. Ich glaube, wir brauchen eine Stunde. Okay, ist einfach nur arschdunkel geworden. Geil. Habe ich ja richtig was gekonnt, dass ich bei gutem Wetter eingepennt bin und bei Regen aufwache. Fett. Oh Mann. Hat sich irgendwie nicht so. Du liegst da. Nicht so gelohnt. Hopp! Haben wir geschafft, ohne hier war zu sehr Strahlung zu nehmen. Wird man eigentlich geheilt, wenn man ein Level up macht in Dingens? In Fallout? Oder wird man das nicht? Kommen wir denn jetzt hier eigentlich hin? Kommen wir auf jeden Fall noch nie. What?
Jetzt gibt's Düsenjets? Oder ist das irgendwo in der Richtung explodiert? Okay. Finde ich nie wieder. Ist ja auch ewig weit weg gewesen. Linwoods. Ist das hier nett oder ist das hier böse? Der Turm ist cool. Okay, jetzt ist nur eine Kochstation. Und die sind alle tot. Überseekoffer Meisterentsperrung. Sieht zumindest noch aus, dass sie alle tot sind. Unterm T-Bäre, Netzrelaisspule, Impro-Revolver. Hier gibt's ein paar Tote, habe ich so das Gefühl. Kronkorken. What happened? Ist das wieder so ein Ding, was ich umwandeln kann in eine Basis? Raider Ödländer, du bist definitiv. Ich muss mich mal kurz ein bisschen verstecken, dass ich weniger getroffen werde. Oh oh, hallo. Alter, haltet ihr jetzt viel aus. Oh oh. Da kommen Granaten angeflogen, ey. Uff. War das einfach eine Raider-Patrouille oder was? Teilrüstung. Ich habe die Kampfrüstung immer noch nicht ausgerüstet, ne? Fällt mir da gerade ein. Aber die sollte man vielleicht mitnehmen, wenn wir den Platz noch haben. Wait, das ist aber generell noch Kampfrüstung. Da hat doch keiner was gesagt, ne? Dass wir hier noch eine Kampfrüstung gekauft hatten. Rechter Arm. Und die nicht ausgerüstet haben. Kommen jetzt schon mit Kampfrüstungen an, ey. Halt. Ich bitte gerade noch Rechner mitnehmen. Und wo ist der Typ, den wir hier ins Gesicht geschossen haben? Ja, da ist noch einer. Maschinenpistole. Stimpak, das ist sehr nett, danke. Robuste Raider-Rüstung, linker Arm. Ich glaube, ich kann nichts mehr braten. Ich glaube, ich habe ja gerade das gebraten, ne? Ja. So. Und was ist das jetzt hier für ein Turm, wo wir sind? Alles klar, Ricky. Bis Montag. Viel Erfolg. Ich müsste eigentlich auch gleich, ich will noch kurz gucken, was der Turm ist. Einen Stolperdraht entfernen. Hier gibt es wieder Fallen. Ach. Da habe ich jetzt schon wenig Lust drauf, wenn hier eine Falle erstmal den Eingang blockiert. Wieso macht die... Huh? Wer ballert denn jetzt auf mich? Da ist eine Kistenschlüssel von Linwoods. Kronkorken, Ofenhandschuhe, Karotte, Impro-Revolver. Molotow-Cocktail, Impulsgranaten. Hm. Ich sehe niemanden. Raider-Veteran. Machen wir erstmal den da.
What? Alpha, legendäre Alpha-Todeskralle und Alpha-Todeskralle? Geht's gut? Hör mal auf mich zu schießen, Brudi. Hast du ganz andere Probleme vor dir. Aber die haben sich verzogen. Die chillen da jetzt. Ja, die rennen weg, wenn sie dann nicht an dich rankommen. Das ist deren Strategie anscheinend. Dass du sie nicht schießen kannst. Alter, what? Hab ich ja gut getroffen. Kann ich leider nicht. Die Todeskrallen haben sich... Oh, na, jetzt sind sie wieder da. Aber das dauert eine Weile. Würde ich mal behaupten. Wieso habe ich 88 jetzt den Schwanz, aber alles andere treffe ich nicht. Okay. Der legendäre Plünderer ist dead. Den hat er komplett zerfetzt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mich jetzt wieder blicken lasse unten, dass sie wiederkommen. Alter, what the fuck? Ja, es hört ziemlich so an. Jop. Wenn ich runtergehe, kommen sie. Stehen jetzt unter mir. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ich komme halt bei einer Todeskralle niemals weg. Bei legendären Alpha-Todeskrallen-Shit. Hallo? Muss ich wohl schießen. Das braucht AP, wenn ich Luft anhalte, ne? Okay, jetzt ist wieder abgehauen, sogar vom Radar runter. Neuer Versuch. Alles klar, danke, Ricky. Hallo? Hallo, Dogmeat. Schön, dass du überlebt hast. Ich meine, ich hätte auf der einen Seite das gern erlegt, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das in meinem Levelbereich ist eine Deathclaw. Die quasi Partner-Attacken macht hier. Bleiverkleidete legierte Metallrüstung. Dann tatsächlich noch Widerstand gegen Strahlung. Raider Ödeländer. Die habe ich alle gelootet, aber wo ist denn jetzt der legendäre Typ? Raider Psycho. Kompensiert Beschleunigte. Schießt 45er. Raider Veteran. Kurzzeug, Raider Rüstung, linke Arm, Bleiverkleidet. Leuchtvisier, Kampfgewehr.
Er hat es zerfetzt, aber ich kann ihn nicht mehr looten, oder was? Weil die Deathclaws ihn zerfetzt haben. Das sind alles nur Raider Ödländer, aber das war doch, dachte ich, so ein besonderer Typ. Kampfgewehr Plus. Hm. Was halt mal so passiert, wenn man durch die Gegend läuft. Oh oh. Ab wieder rein. Ich habe nicht genug AP, um da was zu machen. Ich habe nicht genug AP, um da was zu machen. Ich glaube, das Ding tötet mich einfach, wenn ich da unten stehen bleibe. Legendäre Alpha-Todeskralle, alles klar. Kredit! Ja, wir haben ihn mit dem Crit 15% gezogen. Oder so. Ich habe nur den Vorteil, dass er hier nicht hochkommt. Das alles. Ach du Scheiße, Alter. Ich will hier rein. Auch noch zwei. Das ist das Schlimme. Wer hat denn jetzt hier... Verdammt, das brauche ich wahrscheinlich. Maschinenpistole Plus. Die meine ich, glaube ich, leider gar nicht. Und es gab hier einen, der hatte eine krass verstärkte Maschinenpistole. Mit der würde ich es, glaube ich, versuchen wollen. Hier, genau, du. Du. Oder halt mit der rechtmäßigen Herrschaft. Kommt ihr wieder? Ja, kommt ihr. Oh oh, jetzt kommt's für mich. Ich mache halt basically keinen Damage auf dem Ding. Was soll ich denn sagen? Jetzt sind sie halt wieder weg. Gefühl, wir sollten uns hier verziehen. Versuchen das jetzt mal. Hallo? Sind Sie böse? Wir sind Söldner. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde! Oder sonst? Okay. Okay. Dann gehe ich ja nicht ins Privatgrundstück. Hey, habt euch mal nicht so.
Uff. Legendäre Alpha Deathclaw. Klar, Spiel. Klar. Mach ich mal so eben. Mach ich einfach mal weg. Ach, meine Raketenwerfer werde ich wahrscheinlich probieren können. Horsens Molkerei, leere Milchflasche. Ich würde sagen, das war ein gutes Ende. Das war ein gutes Ende. Und damit ist jetzt fertig. Ich muss nämlich jetzt Kuchen backen gehen. Wird ein geiler Mürbeteig-Apfel-Sahne-Kuchen. Das ist der Plan.